Willkommen bei Schlesien-Journal. Das Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit organisierte Mitte November eine Schulung für Mitglieder der deutschen Freundschaftskreise. 30 DFK-Mitglieder aus den Wojewodschaften Oppeln, Schlesien und Kujawen-Pommern haben das Angebot wahrgenommen. Sie kamen nach Kandzin-Kozel, um etwas Neues zu lernen und Erfahrungen mit anderen auszutauschen. Das Konzept der Schulung war, dass die Teilnehmer in drei Gruppen geteilt wurden und jede Gruppe an allen drei angebotenen Themen teilgenommen hat. Die Anfrage war sehr groß, denn die Organisatoren gingen den Wünschen der Teilnehmer der letzten derartigen Schulungen entgegen und boten solche Themen an, die gewünscht wurden. Eine Schulung, die eigentlich auch die Personen schult, aber andererseits wollen wir auch die Mitglieder an das DFK heranziehen, damit sie wieder aktiv in den Strukturen arbeiten und sich weiterhin bilden. Und das ist, ich würde mal sagen, Grundarbeit. Wie kann man andere überzeugen, sich dem DFK anzuschließen? Dieser Frage ging Sebastian Gerstenberg in seinem Workshop nach. Durch verschiedene Übungen zeigte er, wie man im Team arbeitet und wie wichtig Kommunikation in einem DFK ist. Auch die Angebote der deutschen Minderheit für alle Altersgruppen wurden hier vorgestellt. Auch wenn viele Projekte schon seit Jahren angeboten werden, waren sie für einige Teilnehmer nicht bekannt. Vor allem die Jugendprojekte. Ich wollte den Teilnehmern zeigen, dass es für jede Altersgruppe ein Angebot für die deutsche Minderheit gibt. Aber vor allem wollte ich denen zeigen, dass wir uns um die Kleinsten kümmern müssen. Dass wir die Kinder und Jugendliche in die DFKs einbeziehen müssen. Eine der Aufgaben bei dem Workshop war es, sich ein neues Projekt zu überlegen, das im eigenen DFK noch nicht organisiert wurde. Hierzu wurde in Gruppen ein Antrag geschrieben. Violetta Skowronek erläuterte formale und rechtliche Aspekte der Aktivitäten des DFK. Sie listete unter anderem auf, wo die DFK-Mitglieder Mittel für ihre Projekte beantragen können. Doch die Mittel sind nicht das Wichtigste bei der Tätigkeit des DFK, sagt die Workshopleiterin. Ich arbeite seit 14 Jahren in der SKGD Oppeln. Ich beschäftige mich mit Projekten, arbeite sehr eng mit den DFK-Vorsitzenden. Und die meisten Fragen, die ich höre, sind, wie viel Geld bekommen wir? Und was dürfen wir für das Geld alles kaufen? Und diese Fragen mag ich nicht. Ich bin der Meinung, man muss zuerst eine Idee haben. Man muss wissen, wie viele Leute man zur Verfügung hat, mit denen man etwas organisieren kann. Und dann, wenn man schon einen festen Plan hat, kann man etwas vorbereiten und man kann auch über Gelder nachdenken. Beim Workshop zu Traditionen der deutschen Minderheit bekamen die Teilnehmer viele Inspirationen und Anregungen. Unter anderem wurden Lieder, Basteltipps, fertige Skripte für deutschsprachige Theaterstücke und vieles mehr vermittelt. Vorgestellt wurde auch eine breite Palette an bekannten und weniger bekannten Traditionen, die vielerorts gepflegt werden. Dazu gab es noch Tipps, wie man die Projekte dazu schöner gestalten kann. Jako nowa przewodnicząca koła chciałam się dowiedzieć, jak są pozyskiwane środki na realizację projektów. Chciałam także dowiedzieć się, w jaki sposób są organizowane spotkania różnych kół, jak inne koła pracują, jak pozyskują nowych członków. Przede wszystkim, żeby uzyskać pewne informacje i wiadomości na ten temat. Und davon gab es jede Menge bei diesem Projekt. Wichtig jedoch ist, dass es auch Menschen gibt, die sich ehrenamtlich engagieren und die Projekte durchführen wollen. Nur dann kann eine DFK-Begegnungsstätte mit Leben gefüllt werden. Nicht lange nachdenken, sondern sich an den Begegnungsstättearbeit helfenden wenden und ein Projekt machen. Denn solche Projekte führen dazu, dass die Menschen sich an die DFKs öffnen. Also sie wollen an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen. Und wenn sie sehen, da in unserem DFK passiert was, und wenn man außerdem noch Projekte, die so ein generationenübergreifendes Charakter haben, macht, dann zieht man auch die Kinder und Jugendlichen dazu.
Denn nur so kann eine DFK-Ortsgruppe bestehen und sich weiterentwickeln. Alle die, die die Schulung verpasst haben, können sich schon heute auf die nächste freuen. Denn das Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit wird auch im kommenden Jahr eine Schulung für DFK-Mitglieder organisieren. Dann stehen auf dem Programm Themen wie Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb der Strukturen der deutschen Minderheit. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite www.haus.pl. Und nun die Infos im Schlesien-Journal. Am 24. November stand die deutsche Sprache im Mittelpunkt einer Konferenz im Oppelner Marschallamt. Das Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit, das Goethe-Institut Krakau und die Deutsche Bildungsgesellschaft wollten nämlich den Beweis antreten, dass Deutsch Bedeutung hat. Den Impulsvortrag zu späteren Diskussionen lieferte Dr. Naomi Schaffer, die unter anderem Deutsch mit der Weltsprache Englisch verglichen hat. Es gibt diesen schönen Spruch, Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Und ich glaube, so kann man das eigentlich ganz gut zusammenfassen. Also Deutsch bietet einen Mehrwert, den man nicht hat, wenn man nur Englisch kann. In der späteren Podiumsdiskussion sprachen Wissenschaftler und Praktiker über die Vorteile der deutschen Sprache im Berufsleben und ihre Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Oppeln. Marian Schivoin, Vorstandsvorsitzender der Firma Multiservice aus Krapitz, erzählte unter anderem, dass sein Unternehmen vor allem deutschsprachige Kunden hat und er so auf die Deutschkenntnisse seiner Mitarbeiter angewiesen ist. Schivoin bedauert, dass die Deutschkenntnisse allerdings immer schwächer werden. Zatrudnialiśmy nicht tylko pracowników z językiem niemieckim, no teraz się zatrudnia, ponieważ już rynek pracownika wszystkich, czyli tak powiedziałem, albo dokształcamy, albo tymi Motorami pociągowymi są ci, którzy znają ten język. An der Konferenz nahmen Lehrer, Studenten und interessierte Bewohner der Region teil. Auch Institutionen, die sich mit der deutschen Sprache beschäftigen, haben ihre Infostände aufgebaut. Es wurde ein Film vorgestellt über die Vorzüge von Deutschkenntnissen. Diesen gibt es demnächst auch im Internet zu sehen. Der Historiker Leszek Jodlinski beschäftigt sich seit Jahren mit der Architektur von Gleiwitz. Vor kurzem hat er ein Bild mit der Allerheiligenkirche bearbeitet. Da ist ihm auf dem Bild eine Frau in dem schlesischen Gewand aufgefallen. Da wurde ihm bewusst, wie wenig wir über die einstigen Bewohner von Gleiwitz wissen. Mit einem Buch wollte er das ändern. Gleiwitzer auf festlichen Fotografien, ein Porträt der Bewohner von Gleiwitz, so heißt die neueste Publikation von Leszek Jodlinski, die die früheren Bewohner von Gleiwitz darstellt. Zum Autorentreffen Mitte November in Gleiwitz kamen Menschen, die sich sowohl für die Geschichte von Gleiwitz als auch für die Geschichte der Fotografie interessieren. Kiedyś koszty, rzadkość i właściwie powodów, dla których można było pójść do fotografa, sprawiała, że oczywiście ta wyprawa do fotografa to była właśnie swoista taka epopeja rodzinna. Jej zawsze towarzyszyło bardzo ważne zdarzenie. I pewnie to jest to coś, co ją różnicuje, czyli fotografia odświętna także w tym sensie, że czyniona czy wykonywana dla ludzi, gdy oni mieli świadomość tego, że w ich życiu dzieje się coś istotnego. Fast 20 Jahre sammelte Leszek Jodlinski Bilder der Bewohner von Gleiwitz. Er kaufte sie in Warschau, Berlin, Troppau und Krakau. Aus seiner Sammlung hat er fast 120 Porträtfotos ausgewählt, die in der Publikation zu sehen sind. Es sind Bilder aus den Jahren 1897 bis 1943, die verschiedene Feierlichkeiten wie Taufe, Heilige Kommunion oder Hochzeiten festhalten. Die Bilder werden im Buch auch genau analysiert. Die Publikation Gleiwitzer auf festlichen Fotografien ist in gut sortierten Buchhandlungen zu erwerben. Im Kulturhaus in Oberglogau drehte sich am 23. und 24. November alles ums Theater. Denn dort wurde das Finale des Projekts Jugendbox organisiert. 7 Gruppen von Jugendlichen aus Oberglogau, Zülz, Tost, Roschütz, Roskau, Lonschnick und Glatz nahmen an der 5. Edition des Projektes teil. Zu sehen gab es verschiedene Kunstformen wie Komödie, Drama und sogar ein Musical. Die jungen Schauspieler und die Betreuer der Gruppen haben in den letzten Monaten fleißig gearbeitet. Sie hatten den ersten Kontakt mit der echten Sprache. Ja? Also sie müssen Bücher lesen, das heißt Märchen von Grimm. Ja? Sie müssen wirklich etwas mit der Sprache machen. Das Projekt Jugendbox ist als Fortführung der Samstagskurse gedacht. Dank Jugendbox können Kinder und Jugendliche aus den Woiwodschaften Oppeln und Schlesien sich künstlerisch austoben. Dabei haben sie Kontakt mit der deutschen Sprache und Kultur.
Sie lernen auch in der Gruppe zu arbeiten und gemeinsam für etwas verantwortlich zu sein. Die Teilnahme und die Proben haben mir sehr gut gefallen, wegen den allen Freunden und Bekannten. Das Projekt Jugendbox wird vom Verband Deutscher Gesellschaften in Polen durchgeführt und wird es auch nächstes Jahr wieder geben, versichern die Organisatoren. Einzelheiten zur Teilnahme schon bald auf der unten eingeblendeten Internetseite. Damit sind wir am Ende der Sendung. Uns gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.